So, da sind wir wieder. Der Philipp kann gerade nicht sprechen, weil ihm gerade sein Rom abgekackt, wenn man es mal so nennen will. Ich weiß nicht, wer ist denn dran, der Ito oder was? Ich war wahrscheinlich dran, ne? Ja, ist wahrscheinlich wieder der Speicherstand, bevor er dran war. Ah, genau. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Beziehungsweise haben wir das alle schon gesehen. Der Spion, der läuft auch nochmal nach rechts. Naja, so. Jedenfalls ist jetzt Rom bei ihm abgekackt, also richtig ordentlich, ne? Gefreezed. Ja, sind wir wieder ne gerade neu reingegangen. Und bei ihm läuft jetzt der Sound nicht. Also, wir können ihn nicht hören. Er hört mich, aber keine Ahnung, woran das jetzt schon wieder liegt. Und da er eh jetzt nur noch, sagen wir mal, noch ungefähr eine Folge, also so 20, 30 Minuten Zeit hat, macht es für uns jetzt wenig Sinn, da irgendwie jetzt tausendmal was auszuprobieren. Theoretisch können wir uns über den Chat unterhalten. Ne, ich mache jetzt einfach mal nebenbei an. Und gucken wir mal, ob er uns, ob mich hier versteht. Ups. Da können wir uns dann was schreiben und was sagen. Ansonsten habe ich natürlich auch bei WhatsApp, ist ja klar. So. Ja, wir werden also in der Folge jetzt nicht viel miteinander kommunizieren. Wir werden ein bisschen doof rumlabern. Ihn ein bisschen auslachen, wenn er ein paar Schlachten verliert. Nee, ansonsten machen wir jetzt eigentlich, glaube ich, einfach nur ein bisschen noch weiter. Ich will noch Knossos angreifen und er möchte halt sicherlich noch hier mindestens Aktau, wenn nicht sogar ganz die Roxoloden platt machen. Dann würde ich einfach mal sagen, Philipp, mach mal hier, ne? Komm mal zu Potte. Greif mal da an. Oder kannst du nicht mehr weiterlaufen? Wahrscheinlich kann er da nicht mehr weiterlaufen. Naja, dann nächste Runde. So, und bei uns in Knossos, was machen wir da am besten? Die Typen könnten jetzt da hoch. Ja, die brauchen noch zwei Runden. Achso, hat Knossos eigentlich irgendwas gemacht? Nee. Die haben so da relativ schlechte Bogenschützen. Hoplitenbürgerwehr eigentlich nicht so schlecht. Normale Hopliten haben sie auch. Aber nur 19 von 20. Aber wahrscheinlich ist da der Kommandant gerade gestorben. Umso besser. So, gucken wir mal, Philipp. Mir stottert hier rum. Ohne Ende. Ah, ich glaube, der schreibt gerade was. Warum ist mein Fenster jetzt weggegangen? In eurer berühmten Weisheit Schutzbündnis mit erkennt ihr Rom. gewiss, dass wir von eurer Nee. Freundschaft profitieren. Freunde. Nee. Hello, Captain Tilo. Warum kommt das nicht an, was ich gerade geschrieben habe? Naja. Mit ein bisschen Verzögerung. Ah, scheiße, ey. So, wir wollen eigentlich so machen, wenn wir dann gleich wieder. Also für alle Zuschauer ist es natürlich einfach nur eine nächste Folge, aber für uns ist es dann mindestens wahrscheinlich wieder ein, zwei Wochen, wo wir uns nicht sehen. Oder uns nicht auch nicht hören und auch nicht zusammen spielen. Und da hoffe ich einfach mal, dass dann Philipp seinen Rechner mal neu gemacht hat. Sodass wir dann auch über TS wieder alles machen können, dass das Spiel halt nicht die ganze Zeit abstürzt und. Da hoffen wir alle drauf. So, was? Mein General ist gestorben. Naja, komm. Mach ein Foto. Deine Mutter macht ein Foto. Schieß ein Foto. Oh, Bad Boys 2, Alter. So, was müssen wir denn machen? Wir haben 5000. Für 5000 können wir doch mal hier ein bisschen die Sau rauslassen. Oder nicht? So, ich wollte mal gucken. Wie weit kommt ihr? Ihr kommt bis da. Und der kommt bis da. Also, wie sagt Philipp, nächste Runde kann ich dann angreifen. Was du das schon mal weißt. Ja, Knossos wird mich schon nicht angreifen hier. Die werden sich hüten. Kann der nicht noch einen Schritt nach vorne? Nee. Gut. Achso, ich habe gerade ziemlich viel Nahrung. Komm, dann bauen wir das mal ein bisschen aus. Ansonsten. Ja, war's das schon wieder. Bist du dran, Philipp? Geht ja relativ zügig, knackig. Wir müssen dann gleich meine Spione nochmal bewegen, aber das ist jetzt irgendwie nicht ganz so interessant. So, wie sieht's denn aus? Ich bin jetzt wieder bei 25%. Ach ja, klar, weil mein ein guter General von mir natürlich gestorben ist. Natürlich ungünstig.
Aha, man kann nur befördern, teilweise, wenn der General irgendwie ein bestimmtes Alter erreicht hat oder, nee, und Rang 2 oder höher sein muss. Aha. Man kann also nicht einfach wahllos irgendwelche Leute befördern. Ich verstehe. Na gut. Ja, mit 25% sind wir hier mit dem Senat eigentlich ziemlich am Arsch. Aha, Philipp macht hier einen Overkill quasi. 3000 gegen 500 Leute, ey. Na gut. Philipp, ziehst du dann gleich weiter nach. Ja, jetzt siehst du es ja selbst. Ziehst du jetzt gleich weiter noch nach Cut und bringst sie noch um? So. Ach, Persien war das. Nicht mehr Parther, sondern die Persien. Ja, die Perser sind bei dir da. Machen aber eigentlich auch nichts, außer doof rumzustehen. Weiß gar nicht, ob die mitgekämpft haben bei dir gerade. Na, guck mal, was haben wir eigentlich hier hinterlassen? Haben die denn da gebaut? Ist das eine Schmiede? Hast du da eine Schmiede drin? Ist hier irgendwo Eisen? Nee. Was ist denn da drin gewesen? Naja. Egal. So, Philipp hat jedenfalls jetzt seine Provinz voll. Ne, die Stütien war das, glaube ich, ne? Ja, Stütien. Und wird dann jetzt sicherlich noch die Rotzolonen ganz platt machen, damit es mal weg ist. Damit es mal wegfällt. Und dann haben wir halt überlegt, ob wir Baktrien platt machen. Das Problem ist, dass wir da nicht zusammenkämpfen können. Und deswegen werden wir in Richtung den Kimmerer, also Richtung Bosporus und Sarmatien, beziehungsweise nicht Sarmatien, sondern Ponto Caspia ziehen und da quasi mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Die Kimmerer und das Königreich Stütien, oder die königlichen Stütien, platt machen. Da können wir auch ein bisschen Rücken an Rücken, Seite an Seite, Schwert an Schwert kämpfen. Das macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn, auch macht es auch natürlich ein bisschen mehr Spaß. Ein bisschen mehr Interaktion hat man dann. So. Aber von den Zielen her müssen wir halt noch Transozeanien einnehmen. Und Transozeanien gehört halt den Baktrien. Aber das können wir auch später natürlich irgendwann machen. Vielleicht gehört es auch später gar nicht mehr den Baktrien. Keine Ahnung, was da sozusagen sich so entwickelt. Das ist dann einfach die Frage der Zeit, was da so passiert. So, ansonsten. Bei mir ist halt so, in den Westen kann ich nicht wirklich gehen. Also ich habe keinen Bock, Sparta und Athen, die sind ja in einem Bündnis, zusammen anzugreifen, weil die stärker sind als ich alleine. Das heißt, da bräuchte ich Philipps Hilfe und Philipp kommt da überhaupt nie ran. Den Osten eigentlich auch nicht. Südosten von Philipp, das ist alles quasi, sind alles östliche Fraktionen, die sind alle mit ihm relativ gut gestimmt. Teilweise hat er auch damit mit den vielen halt irgendwie Schutzbündnisse oder Militärbündnisse sogar. Ja, und Ägypten ist eigentlich für mich eigentlich mein großer Verbündeter, hoffentlich irgendwann. Also im Moment halt noch nicht. Im Moment sind wir da noch so ein bisschen, ja, auf Du, aber mehr auch nicht. Also ich glaube, nicht anderes Pakt- und Handelsbündnis. Und die mögen mich relativ gut. Und Zypern geht halt auch nicht. Also Zypern ist halt eine Satrapie von Ägypten. Heißt, die gehören zusammen. Was ich mal rausfinden müsste, ist, was in Libyen und Afrika und Fazanien los ist. Und man da vielleicht irgendwie mal irgendwie reinkommt, aber. Naja, also, Philipp, mach mal hin hier. Ich weiß nicht, woran der jetzt schon wieder liegt. Mach mal fertig da. Da bewegt er gerade seinen Spion. Was natürlich immer ein bisschen schade ist, ist, dass Rom eigentlich relativ oft versagt. Also ich habe das Spiel ja schon ein paar Mal durchgespielt, also alleine. Mit Philipp zusammen, ich weiß gar nicht. Da haben wir ja Sparta und Athen gespielt. Wie stark waren da Rom? Ich glaube, Rom war auch nicht so stark, ne? Ich glaube, Rom gab es am Ende noch, aber die waren. Nee, bei uns war das nicht so, dass wir da Rom. Nee, Ihr keine seid Ahnung. weise genug, nicht Kimmerer. untätig am Ufer. Gibt's nichts. Also jedenfalls war Rom nie wirklich richtig eine Weltmacht geworden. Jedenfalls nicht so, wie es eigentlich in der Geschichte war. Und deswegen, das ist ein bisschen komisch gemacht. Vielleicht
weiß ich nicht, bei Rom 3 dann irgendwann in 10 Jahren oder 15 Jahren, vielleicht machen sie es dann mal so, dass Rom ein bisschen stärker wird. Mal gucken. So, Krieg erklärt, Armenien und die Rutsulanen, ja, ist ja klar. Mein Militärhafen ist jetzt fertig, sehr gut. In die Gruppe schicken. So, ich kann mal meinen blöden Spionchen mal hier bewegen. So, können wir ein bisschen noch ein paar Gebiete hier erkunden. Perfekt. Ja, und dann könnte ich eigentlich, was kann ich noch erkunden? Hier, am Arsch der Welt noch ein bisschen was. Das ist aber eigentlich eher uninteressant. So, jetzt mal zum anderen Spion noch rüber. So, da haben wir die Lusitaner. Nochmal die Lusitaner und komme ich noch bis hin? Sieht gut aus. Und nochmal die Lusitaner, die haben auch ein ganz nettes Reich. Und dann will ich eigentlich mal... Jo. Mit dem darüber gehen, aber wahrscheinlich wird der vorher sowieso sterben. Die Spione halten auch nicht ewig, also... In der Hinsicht... Es dauert immer ein bisschen. So, wir gucken mal. Dass wir jetzt mal Gnossos angreifen, die alten Säcke. So, gucken wir mal, ob den Kampf... Ja, Krieg erklären, machen wir. Soll ich da... Nee, da ziehe ich niemanden mit rein. Das ist mein persönlicher Krieg gegen Gnossos. Das sieht doch gut aus. Automatischer Angriff. Prognose, entscheidender Sieg. Ja, da würde ich mal sagen, Freunde, die hatten gar keine so... Naja, doch, die hatten schon schlechte Einheiten. Es ging. Es ging einfach. So, Knossos nehmen wir ganz normal ein. Ja, und Fraktion Knossos ist erstmal Geschichte. Aber das war ja auch eigentlich Sinn und Zweck der Übung. Wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. So, und ihr könnt jetzt eigentlich mal... Eigentlich muss ich jetzt direkt schon mal in den Norden, ne? Also quasi in den Norden. So, und du sollst auch mal in die Richtung hier. Boah. Ja, in Glossen muss ich natürlich überlegen, was ich da baue. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, aber eigentlich... Eigentlich läuft das schon so ganz gut. Gucken wir mal, Nahrung plus 1. Ja, das geht schon. Das wird schon irgendwie funktionieren. So! 3000 haben wir noch. Was machen wir? Hier könnte ich jetzt eigentlich anfangen, Einheiten zu produzieren. Hier habe ich ja noch eine ganze komplette Armee. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Die kann ich mal da reinschicken schon mal. Habe ich jetzt hier den Erlass schon geändert? Nee. Obwohl, ich muss überlegen, ob ich den Erlass wirklich ändere oder ob ich hier noch eine Armee baue. Eigentlich kann ich hier noch eine Armee bauen. Warte mal. Zu See oder über die Berge her? So, Fippi, ich muss noch kurz noch was bauen. Ups. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir noch ein paar pontische Schwertkämpfer mit rein. Und der. Oh, der Rest sind dann Hopliten, aber so viel Geld habe ich gar nicht. So, aber das wird dann so sein, dass ich noch eine 5. Armee aufbaue. Und das war's dann erstmal. So, Philipp hat irgendwas geschrieben. Also Philipp schreibt tendenziell schon, also er will schon Richtung Cut natürlich die Rotzolonen da platt machen. Aber er muss natürlich abwarten, was die blöden Armeen da machen. Gucken wir uns das mal an, was die blöden Armeen da machen. Die doofen Armeen. Ja, wo sind die jetzt eigentlich? Ich sehe nicht eine mehr von denen. Ah, da. Na gut, Philipp, aber die kriegst du ja wohl hin. Also wie gesagt, er versteht mich. Er kann mich hören.
Andersrum ist es ein bisschen schwer. Du musst halt quer, ich wollte schon sagen, du musst halt leider querfeld einlaufen. Aber du kannst theoretisch auch mit allen drei Armeen querfeld einlaufen. Ne? Also von der Sache her läuft das eigentlich. Wir müssen mal gucken mit Knossos. Knossos gehört, kann ich hier am besten zeigen, zu Sparta und zu Athen. Das ist quasi die Provinz Hellas. Hellas. Nur eigentlich habe ich ja nicht vor, Athen und Sparta anzugreifen. Das heißt, die Region muss ich selbst bewirtschaften. Vor allem von der öffentlichen Ordnung ist halt schwierig. Beziehungsweise, das ist halt schwieriger als halt... Ich guck mal, Steuern, Instabilität, minus Fraktion, minus 4. Da werden wir wahrscheinlich einen Tempel bauen müssen in der Stadt noch. Ein Tempel oder dieses öffentliche Gebäude, was dieses hier, wie nennt man das? Das ist mit der Maske. Wo ist denn das? Oh! Philipp, hast du gesehen? Da kommen welche von unten. Musst du aufpassen. So. Hups. Wie lange hast du noch? So, ich frage ihn jetzt erstmal. Jetzt endlich hast du die Armee von ihm gefunden, wa? Hat schon Ewigkeiten gesucht hier. So, Eigenschaft, bla bla bla. Forschung abgeschlossen, das ist nicht bla bla bla. Das ist sogar sehr, sehr gut. So, dann gehen wir mal darauf. Jetzt können wir... Schild entwickeln. Ich werde jetzt trotzdem schon mal wieder Einheiten bauen, einfach. Ja, aber wir brauchen jede Einheit eigentlich im Grunde genommen. So. Mal gucken, ob die uns gecheckt haben, wo die hin sollen. Ey, wir brauchen ja Jahrhunderte. Warum hat er nicht gecheckt, wo er hin soll? Meine Fresse, Alter. Dahin sollst du. Also, Phil, was du schon mal weißt, zum Bosporus wäre ich dann mit 4 verschiedenen Armeen. Mit 4 20er Armeen quasi hin. So, da habe ich keinen Bauplatz. Natürlich ungünstig. So, da habe ich einen Bauplatz frei, aber kann jetzt bauen. Versammlungsort. Ich werde einfach mal einen Tempel bauen. Ich glaube, ein Tempel wird schon was bringen. Obwohl, ich muss plus 7 noch machen. Nee, eigentlich muss ich nicht plus 7 machen. Ah, das geht schon. Jo, dann bin ich fertig. Noch mein Spion wandert noch. Der andere müsste eigentlich auch noch wandern. Gucken wir auch gleich, was Philipp geschrieben hat. So, jetzt da dran, jetzt gucken wir mal. Hast du die dumme Armee von denen auf dem Wasser gesehen? Naja, eigentlich wollte ich so jetzt rum aufhören. Aufhören mit Ü ist auch noch richtig. Aufhören. So. Ja, also von mir aus können wir jederzeit, ne? Du bist, also wenn du natürlich dran bist, damit wir da speichern. Also jetzt oder noch eine Runde? Kannst du überlegen. Ist halt die Frage, ob dir noch eine Runde was bringt. Ob du vielleicht noch eine Runde die angreifen kannst. Das wäre jetzt die Idee. Was machst du jetzt da mit dem Spion? Irgendwas Böses wieder? Achso, genau. Wie steht es eigentlich bei uns jetzt? 26% Politik. Meine Fresse, Alter. Wie teuer ist das Attentat? Oh Gott. Elftausend, Alter. Sag ich dann ernst, ey.
So, ich frage ihn jetzt nochmal natürlich, ob er einfach noch eine Runde macht, dann Cut, nächste Runde angreift und dann aufhört. Jo. Okay, dann sind wir noch einmal dran. Wir können eigentlich nicht viel machen. Armee kann ich jetzt noch produzieren. Jetzt rennen die da weg. Na, jetzt zum dem Thema. Ich glaube, Philipp wird gleich aufhören. Er hat die Schnauze voll von den Rotzolanen. Wir haben jetzt, also, wir haben ja angefangen eigentlich die Session. Die Runde, nachdem die Rotzolanen ihnen den Krieg erklärt haben. Und jetzt haben wir, nachdem wir die Session jetzt hier sozusagen gleich beenden, haben wir immer noch nicht das fertig. Also, da seht ihr mal, wie lange dieser Scheiß eigentlich dauert. Das ist unglaublich. Jetzt hat er gerade wieder was geschrieben. Kann es aber gerade, sorry, nicht lesen. Muss nur was bauen. Nochmal rein klein hier. Ja, er nimmt jetzt trotzdem nächste Runde erstmal Kart ein. Das ist schon mal eine gute Idee. Klingt auf viele Fälle schon mal gut. So, wir müssen noch 7 Einheiten bauen. Du, die kommen also nur dazu, 3 noch zu bauen. Naja, muss ich dann nächste Runde dann weitermachen. Nächstes Mal. Ansonsten in Knossos. Da läuft es auch ganz gut. Kann ich hier noch irgendwas machen? Eine sichere Beförderung zum Beispiel? Jo. Noch eine sichere Beförderung. Nö, der Rest nicht. So, ich bin dann fertig mit meiner Runde. Dann bist du dran. Haarig, ja. Ekelhaft. Wie habe ich denn da eigentlich erkundet? Wer ist das denn? Guck mal, die Armeen, die du gerade siehst, Philipp, die müssen nachher die Kümmerer angreifen. Also, das dauert auch noch ein paar Ründchen. Bis die da mal oben sind. Oh, muss fast niesen hier. Ja, ist natürlich die Frage, was er jetzt macht. Naja, er wird erstmal Kart angreifen. Genau, das ist eine gute Idee. Und dann gucken wir weiter. So, sieht ja relativ eindeutig aus, ne? Willst du nicht lieber selbst schlagen? So als Sicherin, als Sicherung, als Sicherheit. So, jetzt sehen wir auch gleich den ganzen Landstrich und dann sehen wir noch, wie viel Armeen der Rotzolanen-Priester noch hat. Und dann können wir natürlich die restlichen Attacken dann auch so ein bisschen besser planen, noch ein bisschen gucken, wie viel hat er eigentlich. Wie viel kann er eigentlich noch, wie viel Schaden kann er eigentlich noch uns zufügen. So, also er hat hier noch ein 17er Armee und nur noch die beiden hier, 20er und 3. Naja gut, der hat noch 50 Einheiten hat er noch. Oder spinnig. Ne, 50 Einheiten hat er noch. Du hast da 60, naja. Na gut. Jo, wollen wir jetzt aufhören, Philipp? Reicht ja auch schon wieder, ne? So eine Session ist natürlich immer. Oh, wenn man nichts isst dabei. Er hat ja vorhin was gegessen, ich habe nichts gegessen. Muss mir jetzt gleich noch eine Pizza oder sowas machen. Irgendwie, wo man ein bisschen was isst, irgendwas, so ein bisschen Nahrungsmittel direkt reingepfiffen bekommt. Das ist natürlich für Fastfood perfekt. Oder bei Fastfood perfekt. So, mal gucken. So, aber heute haben wir eigentlich eine ganze Menge geschafft, beziehungsweise bei der Aufnahmesession. Philipp ist halt hier oben rumgegangen, hat halt Stütchen eingenommen und noch zwei weitere Gebiete in der Nähe. Ich habe Pergamon eingenommen, Rhodos und Knossos. Ja, und wir haben natürlich im Süden da so ein bisschen jetzt Frieden mit eingeschlossen. Das heißt, da erwarten uns erstmal nichts. Stütchen ist übrigens immer noch im Vormarsch, die haben jetzt das nächste Gebiet eingenommen. Also da müssen wir uns echt mal ein bisschen anstrengen. Dass wir mal in die Richtung da irgendwie vorrücken. Das heißt, Philipp muss fertig werden mit den Rotzolanen. Und ich muss, ja, mit Knossos bin ich ja schon fertig. Ich muss jetzt quasi die Einheiten nach oben verlagern. Aber das wird schon irgendwie werden. Nächste Runde, dann muss ich noch Einheiten nochmal bauen. Und dann greife ich da oben mit 4.
Mit 4 vollen Armeen an? Muss gerade überlegen. 2, 3, 4, ja. Mit 4 vollen Armeen. So, ich frage ihn jetzt nochmal. Alles klar. Gut, Freunde, dann beenden wir das hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.